Ja, das ist okay. Also du möchtest, dann nennt man Begegnungsverkehr. Danke, Colonel Logan. Genau, Begegnungsverkehr. Ganz genau. Wenn du Begegnungsverkehr möchtest, können wir uns nämlich diese eine Weiche hier, ja, die alte Lederaudio, genau. Können wir uns die Weiche hier nämlich sparen. Das können wir dann nämlich nochmal ändern. Das ändern wir auch gleich mal. Das brauchen wir nämlich nicht, weil je mehr Weichen du drin hast, desto gefährlicher ist es. Dann nehme ich die dann nochmal raus und mache das anders. Setze trotzdem nochmal mein doppeltes Signaldings hin. Mache aber jetzt hier ein Chain-Signal. Setze auf der anderen Seite dasselbe nochmal. Und hier ist jetzt das Chain-Signal. Hier lasse ich jetzt das normale Signal, damit er weiß, wenn er da vorbei ist, Bahnhof ist wieder offen, da könnte der nächste reinfahren. Umgekehrt mache ich jetzt natürlich das hier, das Einfahrtssignal und hier das Ausfahrtssignal. So. Das heißt, er kann jetzt durchfahren bis hier vorne. Kann da rumfahren. Ich glaube, wenn ich eine Tankstelle zwischen habe, für die Züge ihre geplante Route verlassen müssen, dann hat es sich mal aufgehängt irgendwann. Ja, das ist. Da musst du mit. Ich weiß nicht, ob. Arbeitest du mit Wegpunkten? Weil wenn du mit Wegpunkten arbeitest, ist das immer so eine Sache. So, wie gesagt, ich mache das mal schnell fertig. Und dann lassen wir da mal was drauf fahren. So, das passt auch, das ist in Ordnung. Setzen wir da nochmal was hin. Und da auch noch was hin. Meinst, fahre von Stadt zu Grenze und sowas? Nee, Wegpunkte meine ich anders. Du kannst separate Wegpunkte nochmal setzen, dass er halt, sich wirklich nur auf den einen Gleis zum Beispiel fährt. Ich zeig's dir gleich. Ich mach das gleich für dich. Kein Thema. Ich will das nur schnell fertig bauen. Wie gesagt, ne, du musst immer ein Einfahrtssignal haben, ein Ausfahrtssignal, wenn du so einen Begegnungsverkehr haben willst. So. Da fahren wir in die Richtung. Ich hoffe, ich erkläre das nicht zu schnell oder sowas. Du siehst, ne? Chain, rein. Ausfahrt raus. Umgekehrt genau dasselbe. So, da ist in Ordnung. Das ist okay. Da oben müsste man nochmal was machen. Hier fehlt noch was. Einfahrtssignal, Ausfahrtssignal. Einfahrtssignal, Ausfahrtssignal. Und nochmal ein Zwischenblock dazwischen. So. Signale sind gesetzt. Chain rein, Ausfahrt normal ist schon mal eine Eselsbrücke. Ja. So. Setzen auch hier nochmal einen hin. Just for fun. So. Theoretisch brauchen wir jetzt noch ein Depot. Um das Ganze hier mal in Gang zu bekommen, warte. Depot. Depot. Warte mal, wo setzen wir dich am schlauesten hin? Ich will jetzt nicht so viele. Also das Beste ist wirklich, du arbeitest mit möglichst wenig Signalen, sag ich schon. Mit möglichst wenig. Na? Oh Gott. Oh Gott, wie heißt denn das jetzt? Verflucht. Scheiße, wie heißt das jetzt? Ich komme auf den Namen nicht. Ich werde irre, ey. Nicht Signalen, sondern. Du hast gerufen, ja. Ja, ich komme gerade auf den verkackten Namen nicht. Wie heißt denn das jetzt hier was wir hier gebaut haben. Das hier.
Das Dings hier. Ich komme gerade auf den Namen. Es liegt auf der Zunge. Ich komme gerade auf den Namen nicht. Weiche. Ja, Weiche, natürlich. Genau, Weichen, Weichen. Also je weniger Weichen du hast, je weniger kompliziert du das baust, desto besser ist es. Danke, Weichen. Es lag mir auf der Zunge. Es lag auf der Zunge, aber es wollte nicht. Aha. So. Ah, Gott, oh Gott, oh Gott. Alter Falter. So, jetzt aber. Dann bringen wir das hier nochmal an den Start. Komm mal her, oder warte mal, nee. Ich nehme da mal eine Mod für, eine kleinere. Wo bist du denn? Zugdepot. Ist, genau, nehmen wir mal ein ganz kleines. Nichts Wildes, ne? Am allerschönsten wäre es natürlich. Wenn wir jetzt irgendwo noch eine Zufahrt hätten. Die. Ich überlege gerade, was am schlauesten wäre. Wie gesagt, ich will so wenig wie möglich wie Weichen haben. Setzen wir hier hin. So, okay. Jetzt musst du natürlich gucken, dass es auch möglichst auf beide Schienen geht, ne? Dass wir auch in jede Richtung fahren können. Das heißt, wir müssen das Ganze jetzt so hinbasteln. Können natürlich auch sagen, wir können das hier auch nochmal länger machen. Nochmal länger, dann könnten wir auf jeden Fall in die Richtung auch noch drauf. Oder aber wir sagen uns, okay, gehen einfach so drauf hier. Kommen wir da ran? Nein. Zu scharfe Kurve. Okay. Wieder nicht. Das ist doof. Ich würde es gerne in schön bauen. Hier wäre eine Möglichkeit, drauf zu gehen. Nicht die eleganteste Lösung, muss ich ehrlich sagen. Und wieder das Thema. Rein. Raus. Na, du willst ja wieder auch zurückkommen, eventuell. So, dasselbe machen wir hier auch. Kreuzung rein. Kreuzung rein. Raus. Raus. Also, rein, raus halt, ne? Kann man natürlich alles noch schöner bauen, aber so würde es zumindest gehen. Wobei, das hier würde schon wieder ein Problem werden. Der Abstand hier ist einfach sehr gering. Das heißt, da kannst du keinen langen Zug jetzt hinpacken. Weil der müsste jetzt dazwischen passen. Das hier wird ein Problem. Das ist nicht so gut. Aber ich denke, für unseren Testzweck wird es erstmal laufen. So. Das heißt, wir können in die Richtung auf jeden Fall drauf. Er kann aber jetzt natürlich noch nicht in die Richtung. In dem Sinne. Das heißt, wir müssen das versuchen, hier auch nochmal ranzubringen. Kriegen wir die... Ja, ich will den... Ja, das ist natürlich doof. Dann muss er nämlich erst durchfahren. Mm.
Wie gesagt, das ist jetzt nicht schön. Es ist nur zum anschaulichen Zweck. Bau das mal. So, Problem ist, na, du fährst hier rein. Hast jetzt hier aber auch nochmal eine Weiche, eine Linksweiche. Das heißt, du musst es hier ändern. Damit der hier durchfährt, musst du das Signal jetzt zum Beispiel hier hinsetzen. Na, weil sonst würde er bis dahin fahren. Würde dann aber einfach durchfahren und die Weiche wäre blockiert. In dem Moment. Weil ja kein Einfahrtssignal wäre. Das heißt, das ist jetzt hier ein kompletter Block. Ist nicht schön. Kann man machen. Ich habe einen Denkfehler. Warum habe ich einen Denkfehler? So. Dann ändern wir das und nehmen den nochmal weg. Wie gesagt, auch ich mache noch zwischendurch Fehler. Mach's manchmal zu kompliziert. So. Theoretisch. Ich habe einen Denkfehler, sagst du. Okay. Lassen wir das mal bauen. Wir werden es ja sehen. Wir machen mal einen Testlauf gleich. Strom brauche ich mal ganz kurz. Wieso gehst du zweimal in dieselbe Richtung auf das Gleis? Danke. Sorry, da hast du recht. Das ist wirklich ein Denkfehler von mir. Das ist mein Fehler. Ich müsste normalerweise in die Richtung. Weil der fährt ja hier rum. Das ist mein Fehler. Sorry. Danke, Colonel. Gut, da hast du recht. Das ist Quatsch hier. Das ist mein Fehler gewesen. Sorry dafür. Da habe ich echt nicht aufgepasst. Das tut mir leid, da habe ich jetzt echt nicht aufgepasst. Sorry, es ist Sonntagmorgen, beziehungsweise Sonntagmittag. So, okay, das passt. Das reicht natürlich. Also, der darf natürlich nicht hier rum, weil sonst hast du ja einen Kreisverkehr, sondern der muss in die Richtung. Beziehungsweise, wir hätten den vielleicht dahin packen können und den dahin. Also ändern wir das nochmal. Und versuchen, in die Richtung rumzukommen. Wobei der aber ziemlich schwurbelig ist. Oder kommen wir da vielleicht noch von darüber? Ach, das ist doch alles Scheiße. Ganz ehrlich, das ist doch Kacke. Ah. Kommen wir hier raus? So geht's. Ja. Es war immer die gleiche Richtung geschnitten, genau. Absolut richtig, was der Colonel da gesagt hat. So, dann werden wir das jetzt so ändern. Das war ein Denkfehler meinerseits. Gut, dass man euch hat. Die auch mit aufpassen. Ed, denk jetzt mal nach. Ich denk doch nach. So, der kann in die Richtung, der kann in die Richtung. Das ist in Ordnung. So, dann, weil das hier nicht passt, wir nehmen das als ein Block. Na, ein Block. So. Was denn? Passt doch. Na, er kann nach da hoch und er kann nach da hoch. Ist doch in Ordnung. Jetzt passt es. Schöner wäre natürlich, wenn die hier irgendwie... Ist ja nur ein Zuführgleis. Warum? Was ist denn jetzt schon wieder? Das funktioniert. Nee, ist es nicht. Colonel.
Er fährt in die Richtung, ne, kann auf das Gleis hier drauf. Und in die Richtung kann er aber auch auf die Gleise drauf. Ne, er kann in jede, auf jedes Gleis drauf jetzt. Du wirst gleich sehen, was ich meine. Ich probiere es einfach mal, weißt du? Mal sehen, ob mein Denken jetzt anders funktioniert hat. So, wir brauchen Strom. Doch, ich denke auch, das was Colonel sagt. Der fährt dahin und ist auf dem. Der fährt dahin, ist auf den. Nein. Guck mal. Du kannst auf dieses Gleis rausfahren. Ne? Hier auf diese Ecke. Und hiermit kannst du auf dieses Gleis fahren. Auf das Äußere. Ne? Und da auch wieder zurück. Also du kannst auf das Innere sowohl als auf das Äußere raus. Werden wir gleich sehen. Ich brauche erstmal Strom. Wir brauchen Strom und dann werden wir auf jeden Fall eine Testrunde machen. Jo, mach mal. Mach ich auch gleich. So. Wo bist du denn? Diese. Ich arbeite zum Beispiel sehr gerne mit den Elektrodingern. Das spart nämlich eine Menge Kohle am Anfang. Also, Diesel-Loks sind zum Beispiel sehr nice. Aber für den Anfang nehme ich immer. Also ich benutze eigentlich wirklich vorwiegend Stromdinger, weil die einfach wartungsfreier sind. Ja, da brauchst du nicht irgendwie nachfüllen. Und dann passt das. So, okay. Strom. Momento. Mod. Blödsinn. Haben wir hier irgendwo noch einen Anschluss, wo ich mal abzwickeln kann? Da will ich jetzt nicht unbedingt rein. Hier hinten wäre noch was frei. Müssen wir daran denken, dass ich es wieder abreiße. Oh, muss ja nicht schön sein, nur funktionell. So. Also, fangen wir mal an. Wie gesagt, hier wird es eng. Das wird problematisch werden. Alles gut. Das ist doch kein Problem. Das ruppen wir hinterher wieder ab. Ist kein Thema. So, wir nehmen mal hier irgendwie. Oh, der ist aber lang. Das wird schon wieder ein Problem. Von der Länge her wird der ein Problem werden. Weil die Signale einfach zu nah beieinander sind. Da muss man die auch weiter auseinanderziehen. Also weiter weg vom Bahnsteig sozusagen. Das wird ein Problem. Den lassen wir mal als Negativbeispiel dabei. Habe ich irgendwie was Kleineres hier? Ja. Der wäre schön. Aber der läuft mit Diesel. Der hier geht. Wie gesagt, es kommt sehr auf die Länge drauf an. Das hört sich eines nicht so richtig gut an. Sorry. Sorry. So. Du bist ein Diesel, ne? Du warst genau. Du warst Diesel. Dich kann ich jetzt hier nicht nehmen. Weg. Also. Du wolltest ja, dass der jetzt quasi kreuzt. So, ne? Das ist ja die einfache Variante, sage ich mal. Wir lassen den mal los. Wir lassen ihn einfach mal los. Gucken, was passiert. So, wo bist du? Da. Jetzt sucht er sich ja eigenständig seinen Weg, ne? Siehst du, guck, der fährt da oben hin. Kann dann hier oben dann drehen und das hier dann so nehmen. Okay. Er fährt erstmal dahin, weil wir die ausgewählt haben. Dann wird er da oben drehen. So, jetzt fährt er hin. Passt auch wunderbar in den Bahnhof rein. Hängt auch nirgends in den Signal drin. Ah, fährt hoch. Passt. Ne?
So, wir gucken uns das Ganze mal an. Jetzt müsste er auf das nächste gehen. Genau, vollkommen eigenständig. Das ist die Geschichte ohne Wegpunktsignale. So, der ist in Ordnung. Passt. Den lassen wir mal laufen. Jetzt kommt die Geschichte mit den Wegpunktsignalen. Pass auf, wir nehmen den nächsten. Und der soll ja jetzt im Begegnungsverkehr laufen. Das heißt, wir müssen den ja sagen, er soll nur diese innere oder äußere Spur nutzen. Das bedeutet, wir geben ihm als erstes mal den Bahnhof. So. Damit er auch hier bleibt, auf diesem Bahnhof, geben wir ihm jetzt einen Wegpunkt. Damit er nicht irgendwie hier anfängt, darüber zu wechseln, geben wir ihm den Wegpunkt. Na, er kann jetzt hier nur hier so fahren, das ist in Ordnung. Wir geben ihm den Wegpunkt. Und siehst ja, das hier sind zum Beispiel schon mal eingebaute Wegpunkte. Jetzt hat er es weggemacht. Hallo. Na, das sind zum Beispiel schon mal auswählbare Wegpunkte. Du kannst separat auch noch welche setzen bei den Schienengeschichten. Aber ich gebe dir jetzt den Wegpunkt. Du sollst hier auf den und aber auf den hier bleiben. Auf dieser Geschichte. Nur diesen inneren Weg hier nutzen. Deswegen verpasse ich den jetzt hier die Wegpunkte. Damit er nicht auf doofe Ideen kommt und auf einmal anfängt hier irgendwie per Kreuzweiche irgendwo zu hantieren. So. Und dann fährt er zurück. Fährt dorthin. Sollte klappen. Theoretisch. Ah, okay, der fährt auch. Gucken wir uns an. Und du wirst sehen, der fährt nur auf dem Inneren. So kannst du sie quasi zwingen, dass sie nicht irgendwie wechseln. Nachteil an der Geschichte, wenn du mehrere Züge hast, wird es zu Wartezeiten kommen. Eventuell. Ja, der fährt hier lang. Ja. Das ist doof. Stopp. Warum hat er jetzt gewechselt? Warum hat er gewechselt? Der sollte doch nicht wechseln. Der hat echt gewechselt. Das ist doch echt... Okay, dann müssen wir es nochmal ändern. Ich muss da nochmal ein Zwischendings reinpacken. Okay, warte mal. Du kommst von da. Und dann muss ich den wirklich zwingen und sagen, der soll dahin. Das ist unglaublich. Momento. So, Wegpunkt. Was macht er denn jetzt? Warum fährt er denn jetzt zurück? Jetzt siehst du, er macht schon Scheiße. Das ist immer so eine Sache. Du musst echt aufpassen, wie das machst. Jetzt fährt er... Hä? Was macht er denn jetzt? Das ist ja auch hot. Okay, jetzt ist er auf dem richtigen Gleis. Jetzt fährt er hier lang. Jetzt hat er sich korrigiert. So. Ihr seht, es läuft nicht alles einwandfrei. Wegpunkte sind das Thema. Du musst ihn halt zwingen, dass er wirklich auf diesem Gleis bleibt. Und wenn er da die Chance sieht, mit so einem weichen Dings auf das andere zu wechseln, dann macht er das. Das heißt, du musst hier gucken, dass du noch was anwählst, damit er da auch bleibt. So, du fährst, das läuft. Okay, jetzt muss er warten, weil der hier drin ist. Der kann natürlich, könnte auch auf die andere Seite gehen. Der ist ja hier frei sozusagen. Aber er muss halt warten, weil er nur den Befehl hat, auf dieser inneren Schiene zu fahren. Ist jetzt fährt er auch auf der inneren Schiene. Jetzt geht es auch. So, dasselbe machen wir mit dem anderen. Der ist natürlich zu... Der hier. Nehme ich. Der ist zu lang, der wird zu lang sein. Den sagen wir den Kollegen... So, und du fährst... Genau, du fährst in den Inneren, du musst aus den Äußeren. Also, du fährst auf jeden Fall... warte mal, du fährst... Moment. Das ist der Innere. Muss mir das mal angucken. Wo der fahren soll. Du fährst da und du musst in den Äußeren rein. Okay, du bist da. Okay, alles klar, jetzt weiß ich, wo er hin soll. Also, das, dem sagen wir, er muss
hier hinfahren. Warte mal, du fährst in die Richtung, dann musst du nach da hin. Obwohl, du kannst auch... Der ist belegt, das heißt, du musst den unteren nehmen. Ich muss mich leider verabschieden, ich bin ja sonntags immer bei meinem Bruder zum Essen. Alles klar, Tom, hau rein. Hau rein, so. Also, der fährt ja in dem Inneren, das heißt, den schicken wir auf den Äußeren. Das bedeutet, wir schicken ihn hierhin. Ja, hab einen schönen Sonntag. Und dann sagen wir, du sollst ja nicht hier runter wechseln. Das heißt, du musst hier fahren. So, und dann fährst du hier weiter. Wir nehmen den Wegpunkt noch mit. Geben dir den und dann sollte es klappen. Nee, alles gut. Ach, Steam wurde unterbrochen und versucht, wenn du mir jetzt... Alles klar. Ich hoffe, er ist wieder da, der Stream. Jetzt hat er den verkehrten Dings genommen. Er soll doch gar nicht den nehmen. War klar, der Hamster hat wieder kein Wasser bekommen. Ja, nee. So. Und das ist das, was ich... Ich weiß nicht, bin ich wieder da? Ich hoffe, ihr könnt mich wieder sehen. Bin ich wieder da? Ja, okay, alles klar. Nee. So. Jetzt haben wir nämlich das Problem. Was das Problem nämlich ist. Der Zug hier ist zu lang. Steht in der... in der Weiche. Ne? Das war aber vorauszusehen. Hau rein, Tom. Und jetzt blockiert er natürlich alles. Ne? Wie gesagt, wichtigste ist, du musst darauf achten, dass deine Züge nicht in die Weichen ragen. Entweder baust du deine Weichen und deine Signale weiter weg, damit der Zug dann, wenn er länger ist, da auch reinpasst. Ne? Abstand. Oder aber du nimmst kürzere Züge. Weil das, siehst du ja, das geht jetzt nicht. Ja? Dann müsste ich jetzt komplett umbauen. So. Deswegen machen wir nochmal was anderes. Holen uns nochmal einen anderen. Nehmen den. Und jetzt machen wir es nämlich anders. Dann nehmen wir dich nochmal. Weil die passen jetzt hier von der Länge her ganz gut rein. Wie gesagt, nehme das. Nehme jetzt wieder... Such mir wieder einen Wegpunkt. Dass der hier auf der oberen Spur bleibt. Ne, immer schön mit den Wegpunkten arbeiten, damit die dann auf jeden Fall auf der richtigen Spur bleiben. Und nicht auf die Idee kommen, irgendwie nochmal vorher abzubiegen oder sowas. Und dann klappt das. So, er fährt raus. Ja, er fährt raus und hat ein Problem. Okay, das Problem ist, er kann nicht rüber. Wieso kann er nicht rüber? Warum kam der jetzt nicht rüber? Moment. Also, du sollst... dahin fahren.